Solidarisch mit Frau Chauvin. Seit einigen Monaten geistert in den Medien die Behauptung, dass Frau Chauvin bei ihrer Doktorarbeit nicht korrekt gearbeitet habe. Erstmal wurde die Behauptung im Internet verbreitet. Dort hat eine selbsternannte Gruppe von Plagiatsjägern die Behauptung in den Raum gestellt, dass mehrere Zitate nicht als solche gekennzeichnet gewesen seien. Wir von Islamischer Funk und Fernsehen Niedersachsen und das Team von Aria Prosch Media Pretoria vermissen die Hinweise, dass die Behauptungen nach Durchsicht von Originalmanuskripten oder Buchausgaben der Doktorarbeit verbreitet wurden. Wir gehen davon aus, dass die Doktorarbeit entweder als handgeschriebenes oder schreibmaschinengeschriebenes Manuskript eingereicht wurde. Deshalb glauben wir, dass die strittigen Zitate als solche gekennzeichnet wurden. Das Kennzeichnen geschieht in der Regel mit dem Hinweis auf Autor, den Buchtitel und der Seitennummer. Das Kennzeichnen kann auf zweierlei Art geschehen. Entweder wird im Anschluss des Zitates die Quelle genannt oder es wird eine Nummer für eine Fußnote gesetzt, die man entweder als Fußzeile auf der aktuellen Seite lesen kann oder als Anhang am Kapitelende. Wir haben keine Kenntnis darüber, wie viele Auflagen die Buchausgabe der Doktorarbeit inzwischen hat. Wir gehen von dem Umstand aus, dass in einer oder in mehreren Auflagen die Quellenangabe aus verschiedenen Gründen weggelassen wurde. Wir nehmen daher an, dass die Plagiatsjäger nur eine oder mehrere Auflagen der Buchausgabe durchgesehen haben und das Fehlen der Quellenangaben bemerkt haben. Wir verstehen nicht, warum nun nach 33 Jahren nun der Doktortitel aberkannt wird. Warum hat man vor 33 Jahren nicht erkannt, dass im Manuskript die Quellenangaben fehlen? Warum wurde die Aberkennung des Doktors just in dem Moment durchgeführt, wo Frau Chauvin auf einer Dienstreise war? Die ganze Vorgehensweise lässt nur einen Schluss zu. Frau Chauvin passt wegen ihrer Persönlichkeit oder ihrer Arbeit einigen Leuten nicht und versuchen nun auf dieser hinterhältigen Art zu mobben. Nach Vollzug der Aberkennung des Doktors spricht man schon davon, dass Frau Chauvin für den gegenwärtigen und zukünftigen Posten in der Politik nicht mehr tragbar wäre. Das wird wohl das Ziel jener Kräfte gewesen sein, die diese Kampagne mit dem Plagiatwurf initiiert haben. Deshalb braucht Frau Chauvin die Solidarität aller Menschen, die Sympathie für die Arbeit von Frau Chauvin haben. Die Teams von Islamischer Funk und Fernsehen Niedersachsen und Aria Prosch Media sind der Meinung, diese Kampagne darf nicht ohne Folgen für die Initiatoren sein. Sie sollten wegen Verleumdung und Rufschädigung vor Gericht gestellt werden.